So, willkommen zu einem neuen Box-to-Box-Interview. Zum Abschluss des 8. Bundesligaspieltags dachten wir, sprechen wir am besten auch einfach mal mit einem Bundesligaspieler. Und für alle, die das Format nicht kennen, während sich unser Interviewgast dazu schaltet, könnt ihr sehr gerne raten, um welchen Profifußballer es sich heute handelt. Wir sprechen nämlich mit einem Innenverteidiger, dessen Talent auf jeden Fall in der Familie liegen muss, weil sein Bruder nicht weniger erfolgreich ist. Und für alle, die jetzt gar keine Bundesliga schauen, sondern sich wirklich nur mit der Nationalmannschaft beschäftigen, auch kein Problem, die kennen ihn sicherlich aus der U21. Er ist Linksfuß, gerade mal 19 Jahre alt und spielt beim SC Freiburg. Und spätestens bei diesem Stichwort, denke ich, wissen die meisten sowieso schon, über wen ich spreche. Ich freue mich sehr, dass Nico Schlotterbeck heute Zeit hat und versuche ihn gleich mal dazu zu holen. Perfekt verbindet. Letztes Mal haben viele gesagt, dass sie sich auch Christian Streich wünschen. Ich glaube, das wird Instagram-technisch und noch ein bisschen dauern bei ihm. Aber wir können heute mit Nico bestimmt über ihn sprechen. Hi. Hallo, hi. Geht's dir gut? Ja, alles gut soweit. Ja. Du bist hab grad noch Schalke zu Ende geschaut. Und ja, jetzt schaue ich mir Fernseher an und lasse den Abend ausklingen sozusagen. Und bist zufrieden mit dem Ausgang? Oder ja, war mir eigentlich relativ egal, wer da gewinnt. Ich wollte einfach das Fußballspiel anschauen. Okay, ja, kann ich auch verstehen. Dann lass uns aber mal nicht über andere Spiele reden, sondern vielleicht gleich mal über dein Spiel gestern. Du hast jetzt gestern nicht gespielt. War das jetzt blöd, weil irgendwie deine Familie da war und du nicht gegen deinen Bruder spielen konntest oder irgendwie auch erleichternd, dass du das Duell mit deinem Bruder umgehen konntest? Ja, blöd war es jetzt nicht. Natürlich, man will immer spielen, aber klar, weil es jetzt gegen den Bruder war, war es ärgerlich. Muss aber dazu sagen, dass ich fast gar nicht trainiert habe die Woche, weil ich unterwegs war und nur am Freitag trainiert habe. Deswegen ja, bin ich da gar nicht enttäuscht eigentlich. Wie ist denn das für deine Eltern? Für welchen Club sind die denn dann? Ja, mein Vater ist schon ewig Freiburg-Fan. Also, weil mein Onkel schon damals gespielt hat dort. Ja, mein Vater hatte Freiburg-Trikot an und meine Mutter Union-Trikot. Okay, das ist fair. Ja. Wann erfahrt ihr denn aber generell immer so, wann ihr spielt? Weil bei uns im Amateurbereich ist es so gewesen, da hat man unmittelbar davor eine Taktiktafel aufgestellt und dann hieß es, jo, XY spielt ein Tor. Die links und fertig. Ist es bei euch Profis auch so oder wie läuft es bei euch ab? Ja, das ist relativ unterschiedlich. Manchmal wird tags davor gesagt, manchmal am Spieltag, manchmal sieht man schon unter der Woche, aber das ist völlig unterschiedlich. Ja, wie gesagt, freitags im Abschlusstraining sieht man dann schon viel. Kann aber auch trotzdem sein, dass am Samstag nochmal die Aufstellung geändert wird. Also am Samstag steht sie dann erst final fest. Okay. Wenn am Samstag das Spiel ist. Und wie ist es redet, dann zum Beispiel Streich dann nochmal mit euch? Also gibt es dann Einzelgespräche und er begründet die Entscheidung oder ist es dann halt einfach, jo, ist so? Ja, nee, das ist einfach, ja, entweder man spielt oder man spielt nicht. Okay. Und bist manchmal zufrieden und manchmal wahrscheinlich dann weniger zufrieden. Wie muss ich mir ja, richtig. Die Einzelgespräche mit Streich vorstellen? Weil irgendwie so aus Reporter-Sicht weiß ich, stellen nie geschlossene Fragen, sonst antwortet er innerhalb von 2 Sekunden. Und du weißt nie so richtig, was für ein Interview man bekommt. Wie ist es als Spieler? Ja, erstmal ist gut, dass er mit einem viel redet. Das ist, finde ich, sehr wichtig für junge Spieler auch wie mich, dass er mit einem auch sehr viel redet. Und dann weiß man auch, wo man steht. Ja, wie bei jedem anderen Trainer. Jeder hat seine eigenen Merkmale. Der Trainer erklärt viel. Deine Merkmale? Was er für Merkmale hat. Ja. Ja, dass er auch mal über andere Dinge, nicht nur über den Fußball redet. Klar, viel über den Fußball, aber auch mal uns Tipps gibt außerhalb vom Platz, wie wir uns verhalten sollen. Auch immer höflich sein zum Hotelpersonal, wenn wir im Hotel sind oder so. Ja, und dann halt viel auch über den Fußball redet und uns viele Tipps gibt, wie wir uns verhalten sollen. Was war der beste nicht fußballbezogene Tipp, den er dir gegeben hat? Schwer zu sagen. Ich denke mal, ja, dass ich mich eigentlich neben dem Platz einfach so verhalten soll,
dass ich mir nichts zu Schulden kommen lassen soll. Und dann auch, ja, viel, ja, schwer zu sagen. Einfach nur nett sein zu einer anderen Person und so sein, wie man ist. Lass uns mal noch so ein bisschen über das Bruderduell irgendwie sprechen. Ihr habt früher in einem Team ja noch zusammengespielt. Wie war das? Weil ich muss, wenn ich daran denke, also die Toleranzgrenze meinen Schwestern gegenüber, wenn sie missbauen, ist wesentlich geringer als jetzt gegenüber Freunden und Kollegen. Ja, zusammengespielt haben wir jetzt nicht lange. Haben eigentlich nur ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft vom SC gespielt. Und auch nur, wenn er dann von den Profis runterkam. Ja, ist ein bisschen komisch erstmal, weil neben einem der Bruder steht. Aber sonst, ja, ist wie mit normalen Mitspielern. Man vertraut einem. Ihm vertraut man vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, aber ist auf jeden Fall ungewohnt, aber hat Spaß gemacht. Ist nicht so, dass man sich bei dem Bruder mehr aufregt, wenn er den Pass nicht spielt? Also, wenn man Ja, Schwester. das auf jeden Fall. Man ärgert sich dann auch abends zum Beispiel, wenn er dann Fehlpass gemacht hat, der zum Gegentor geführt hat, oder wenn er halt nicht so gut gespielt hat, dann sagt man, ja, der eine hat besser gespielt wie der andere. Also, das ist völlig unterschiedlich. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Also, so wäre es zumindest, wenn ich mit meiner Schwester in einem Team spielen würde. Aber was waren denn so früher so typische Geschwister-Streitsituationen, als ihr jetzt noch jung wart? Ja klar, der Ältere will nicht alles mit dem Jüngeren teilen. Also wenn er zum Beispiel mal an der Konsole gezockt hat und ich wollte dann mitzocken, war man natürlich unterlegen. Und ja, man will nicht alles mit dem kleinen Bruder teilen. Ich habe ihn dann oft genervt oder habe ihn auch leicht geärgert. Deswegen hat man früher öfter Stress, aber mittlerweile ist es alles gut. Aber was war denn für ein was war denn für ein Geschwistertypus? Weil es gibt ja, sagen wir, es gibt die Geschwisterpaare, die ständig aufeinander einschlagen. Dann gibt es die, die immer sagen, ja, keine Ahnung, mein Bruder ist mein bester Freund. Wo seid ihr so, oder die wussten, was ihr Bruder macht und wo ihr Bruder gerade ist, die gab es ja auch noch. Wie war euer Verhältnis so? Ja, mein bester Freund war auf keinen Fall. Ja, aber wir waren wie Brüder sind, haben viel gemeinsam gehabt, hatten viele Gemeinsamkeiten auch, aber auch waren sehr unterschiedlich. Also er war eher der ruhigere, ich war der etwas lautere. Und seit 3 Jahren oder so sind wir dann auch getrennte Wege gegangen. Bin dann mit 16 ausgezogen von zu Hause, und er ist in Stuttgart bei der Familie geblieben. Ja, und wir haben da immer Kontakt gehalten, haben viel geschrieben und verstehen uns mittlerweile sehr, sehr gut. Ja, so soll es auch sein. Und in welchem Alter wart ihr so auf Augenhöhe? Weil mit 3 und 5 Wettrennen zu machen, macht nicht so viel Sinn, weil der Dreijährige immer verlieren wird. Da wird ja irgendwann der Punkt sein, wo es ungefähr gleich ist. Ja, ich denke, der ist gerade Okay. soweit. Ja, sonst war er halt immer 2,5 Jahre älter als ich, und war da auch dann natürlich vor mir. Habt ihr euch viel gemessen? Ja, gemessen jetzt nicht unbedingt, aber er hat dann zum Beispiel sehr schnell Herrenfußball gespielt. Ich habe dann in der Jugendbundesliga gespielt. Das hat er nie gemacht. Da hat man natürlich gesagt, du kannst kein Herrenfußball spielen. Ich habe gesagt, aber du keine Jugendbundesliga. Also man hat sich da schon viel gemessen und hatte viel Spaß miteinander. Okay, cool. Wie muss ich mir dann heute eure Familienessen, wenn sie mal stattfinden, vorstellen? Also was sind heute dann so die Themen? Ja, eigentlich nur Fußball. Weil unsere Eltern auch Fußball begeistert sind. Mein Vater vor allem. Meine Mutter fragt dann natürlich, wie es einem geht und wie der Alltag ist und alles Mögliche. Aber schon hauptsächlich, die Themen sind schon hauptsächlich Fußball. Ja, du kommst aus einer krassen Fußballfamilie. Also dein Onkel war ja, also Nils Schlotterbeck war ja auch irgendwie ein bekannter Kicker. War da schon immer klar, dass du Profi werden möchtest? Oder gab es einen Alternativplan? Alternativplan gab es im Hinterkopf vielleicht, aber natürlich, ich wollte schon immer Profi werden. Die ganze Familie ist so, auch meine Cousine oder mein Cousin, die haben auch sehr lange auf sehr hohem Niveau gespielt und auch heute noch. Und ja, unsere Familie ist halt Fußball begeistert, und es ist eigentlich normal, dass man Fußball spielt. Ja, ist ja cool. Wird nie langweilig auf jeden Fall. Genau so sieht's aus. Ich habe so eine ähnliche Frage Robin Gosens schon vor kurzem gestellt, aber ich würde sie dir einfach auch gerne stellen, weil ich die Antwort irgendwie spannend finde. Welche falschen Vorstellungen würdest du sagen, haben kleine Jungs von dem Beruf Profifußballer? Ich denke, dass
dass viele denken, dass es einfach ja mit wenig Training vielleicht oder wenn man sich alle Jugendmannschaften durchläuft, dass man einfach Profi wird, ist aber nicht so, sondern da gehört viel mehr dazu, einfach hartes Training, jeden Tag sein Bestes zu geben und halt dann auch das notwendige Glück zu haben, dass man auch mal spielt oder auch resistenzfähig zu sein, dass man, wenn man nicht spielt, trotzdem dran bleibt und immer wieder Gas gibt. Viele nicht so verstehen. Und ja, das ist eigentlich der größte Punkt, dass der Weg zum Fußballprofi nicht so leicht ist, wie man denkt. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ist halt vom Fernseher immer leicht zu beurteilen oder zu sagen, ja, den hätte ich reingebracht. Und wenn du jetzt eine Sache ändern könntest, an der Fußballbranche oder an diesem Business, was wäre das? Boah, schwer zu sagen. Gar keine Ahnung. Ich würde es einfach so lassen, wie es gerade ist. Okay. Also Fußball macht mir sehr viel Spaß, und ich habe jeden Tag Freude, ins Training zu gehen und jeden Tag mein Bestes zu geben. Und jetzt ändern würde ich da prinzipiell gar nichts. Kann ich verstehen, und es ist auch schön, wenn man das über seinen Beruf sagen kann. Lass uns noch ganz kurz abschließend über ein Thema sprechen, und zwar Instagram. Du bist jetzt als für einen Profifußballer erstaunlich inaktiv. Woran liegt das? Ja, ab und zu poste ich mal Bilder, aber sonst, ja, wenn man natürlich spielt oder wenn man ein gutes Spiel gemacht hat, dann postet man eher Bilder, wie wenn man nicht so gut gespielt hat. Es liegt aber gar nicht daran, sondern einfach, ja, ab und zu poste ich mal Bilder, ab und zu habe ich einfach keine Lust, aber ich bin schon sehr viel auf Instagram aktiv auf jeden Fall, aber ja, ich poste einfach nicht so viel. Ja, weil ich wollte mich davor irgendwie, das dient ja jetzt schon als Informationsplattform. Und bei dir findet man kein privates Bild, also keine krassen Autos, keine Whirlpool-Bilder, keine Uhren, weil das nicht so deine Welt ist oder weil du es eben einfach nicht postest. Ja, weil ich es einfach privat halten will. Ich habe auch eine Freundin, das will ich auch einfach privat halten. Das finde ich gehört nicht in Instagram. Aber jetzt, ich bin halt nicht so, ich poste dann lieber Fußballbilder. Ich poste eigentlich gar keine privaten Bilder. Ja. Ja, kann ich voll verstehen. Aber wobei jetzt diese Ronaldo-Statistik doch rauskam, dass er mit Instagram deutlich mehr verdient als Profifußballer, was ich ziemlich schockierend fand. Was denkst du über sowas oder was denkst du darüber? Ja, auf jeden Fall, dass es sich lohnt, viele Bilder zu posten oder viele Follower zu haben. Aber ich hab das auch gelesen. Ich fand das relativ krass. Hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Ich fand es irgendwie traurig, ich weiß nicht, aber. Gut. Ja, kann man auch so sehen. Ich kann verstehen, wie du es handelst und findest Ja. genau. Dann lass uns zu der schnellen Fragerunde kommen. Zum Abschluss. Cornflakes oder Brot? Brot. Beste Netflix-Serie. Prison Break. Meistgehörte Kassette. Hör ich nicht. Hast du, na, früher als Kind, meine ich. Boah, habe ich auch nie gehört. Ja, das wollte ich nicht. Ich habe es nicht überlegt. Ich finde die Frage nämlich voll gut, aber ich habe mir überlegt, ob du zu jung bist, um die Frage zu beantworten. Nee, das Kassette habe ich nie gehört. Nicht mal TKKG, drei Fragezeichen. Nee, nicht mal das. Verdammt, okay. Dann diesen Kinderstreich bereue ich. Ich habe mal mit meinem Cousin einen Stein ans Auto geworfen. Okay, das ist so mittelkreativ. Ja. Welche irrationale Angst hast du? Ich laufe nicht gern so abends alleine rum. Okay. Let's Dance oder The Voice? The Voice. Bester Gegenspieler. Bester Gegenspieler. Ich würde sagen, bisher war Rashica. Sportart, die du am wenigsten beherrschst. Skifahren. Safari-Tour mit Gnabry oder Tauchkurs mit Lewandowski? Ja, wäre beides geil. Ja, das ist entweder oder. Du musst dich Ja, entscheiden. dann Tauchkurs.
Diese Bundesliga-Begegnung schaue ich mir am liebsten an. Bayern Dortmund. Klassiker. Ja. Wenn du ein Team aus einer anderen Liga in die Bundesliga aufnehmen könntest. FC Liverpool. Okay. Hättest du ja auch irgendwie Watford oder Sampdoria sagen können, Nee, dann nee. wäre es gewesen. Nicht so meins. Und noch abschließend das am meisten überbewertete Haustier. Wellensittich. Okay, gut. Ich hätte jetzt gedacht, was kommt das wie Schildkröte oder Fische, aber Wellensittich ist auch okay. Ja, Dann Wellensittich. war's das schon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit Danke genommen hast. dir, danke dir. Mach's gut und dir eine schöne Trainingswoche jetzt. Dankeschön, Dankeschön. Gleichfalls, schönen Tag noch. Ciao, ciao.